Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben uns jetzt hier eine nette Story angehört und... Ach, er sieht so knuffig aus, ich weiß nicht. Den mag ich irgendwie noch mehr als den damals in der ersten Story. Irgendwie sieht der viel lieber aus und der andere hatte so eine komischen Schmodderhände, die irgendwie schon voll am Verwiesen waren und das war alles irgendwie ziemlich eklig. Calliope should be in the prison right behind those doors. Problem ist jedoch, wir kommen nirgendwo weiter gerade mehr. Wir haben eine Harpune und ich weiß nicht wofür. Wir haben ein rotes Buch und ich weiß nicht wofür. Wir haben immer noch diesen verdammten Dolch. Wahrscheinlich müssen wir da irgendwas kaputt machen, was dann da rauskommt. Und wir haben einen Steinring. Ah, ein Steinring fehlt. Nom nom nom. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ein Hinweis wäre jetzt gut. Habe ich hier in dem Buch nichts? Anscheinend nicht. Brauche noch einen Hinweis für dieses Muster. Okay. Der sitzt da brav. Okay. Da ist sonst nichts mehr. Außer, ich blätter mal kurz durch. Da waren keine Bilder. Nein, da waren keine Bilder. Sag ich doch. Wo bekommen wir den entscheidenden Hinweis? Hier haben wir nichts. Das fehlt uns auch noch. Wir klicken uns mal Bild für Bild durch am besten. Hier können wir noch nicht rein einbrechen. Ah, was ist hier oben? Okay. Ah, das haben wir gar nicht gesehen gehabt, aber anscheinend wusste sie es dennoch. Einfach weil der Spielverlauf es abverlangt. 13, 8, 21, 3. Das muss wahrscheinlich rauskommen. 6 durch 2. Das mal 7 mal 3. 8. 9 minus 1. Und 8 plus 5. Bam! Code geknackt. Wir sind so Penis El Grande. Das ist ja Wahnsinn. Ah, wir kriegen dafür ein neues Wimmelbild. Endlich. Wohl auch langsam wieder Zeit. Wir brauchen einen Briefbeschwerer. Das ist kein Briefbeschwerer, glaube ich. Geldscheinmedaillon. Briefbeschwerer, Medaillon. Medaillon ist da. Ein Siegelring mal wieder. Oh Gott, wo haben wir den denn benötigt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben nochmal einen gebraucht. Eine Muschel. Was kann ich hier in die Hand nehmen? Okay. Das brechen wir aber noch nicht auf. Das verwirrt mich nur. Eine Muschel. Eine Muschel. Das da ist okay. Angeblich eine Muschel. Ein Bonbon. Eine Pfeife. Tinte. Tinte. Und eine Uhr. Da hinten. Dann kann ich hier nochmal was in die Hand nehmen, und zwar einen Stift. Wow. Wir machen das hier erstmal auf. Und da müsste dann noch ein Geldschein sein. Der Pyramide. Und es fehlt immer noch der Oktopus und die Brille. Brille ist ein Teil, da ist sie das zweite. Dann können wir sie auch mitnehmen. Upsa, hallo. So, die Brille reparieren. Wie können wir die denn reparieren? Hallo? Ich hab sie doch repariert. Was? Okay. Und ein Oktopus. Wahrscheinlich müssen wir den... Mit dem Stift könnte ich die irgendwie fertigstellen. Natürlich. Ich bin nämlich super talentiert und kann das einfach mal ganz spontan eine realistische Zeichnung nachmalen. Super. Brille. Wir brauchen noch irgendwas, um die... Brille zu Ende zu reparieren. Da war doch was. Ah ja, ein Pflaster, natürlich. Hier, Pflaster, fertig. Gut, und wir erhalten... Tam, tadam! Druckerschwärze. Hilft uns immer noch nicht beim Isolieren, aber wir haben immerhin jetzt Druckerschwärze. Wow. Bin sehr stolz auf uns. Ist hier noch irgendein verstecktes Symbol? Sieht nicht so aus. Da ist noch ein Oktopus. 12 von 19. Da können wir noch nichts machen. Was haben wir denn hier noch? Haben wir hier noch überhaupt was? Wir haben hier nur noch den Safe. Okay.
Dann haben wir hier noch die kaputten Uhren. Da können wir noch nichts mit anfangen. Hier ist nichts mehr so weit. Da konnten wir nur noch hochgehen und hier hinten gab es auch nichts mehr. Okay. Irgendwelche Suchobjekte. Suchobjekte. Irgendwelche Vögel oder Oktopusse. Nein. Schade. So, da schwebt immer noch der Geist rum. Gerade etwas stiller, weil ich mich parallel noch umgucke. Aber hier ist nichts mehr. Und wir können hier auch nicht mehr reinklicken. Wir kommen ja einfach nur noch direkt zur Halle. Okay. Und hier sehe ich jetzt keinen Oktopus oder Vogel mehr sitzen. Wenn ihr, wie gesagt, irgendwas seht, immer melden. Immer einfach in die Kommentare. Ah, da ist noch ein Vogel. Schreiben. 12 von 18. Dann kann ich nämlich jederzeit nochmal nachgucken. So. Was können wir denn noch? Hier haben wir noch eins. Ach, hier ist das rote Buch. Ah. Seht ihr, das hatte ich schon wieder vergessen. Wir müssen wahrscheinlich diesen Kraken erstellen. Ich glaube, das ist dann das Ende, oder wie? Ups, wo ist sein Gesicht? Oh, ich habe sein Gesicht aus Versehen weggemacht. Wo ist es? Da ist es. Ist es so richtig? Nein. So, so ist es. Okay. Wir kriegen nochmal eine Dublone. Und damit haben wir auch dieses abgeschlossen. Ist halt die Frage, wo kriegen wir. Da war nur das Buch. Okay. Wie sollen wir denn das eine isolieren? Also wir müssen immer noch von dieser Druckerschwärze abgesehen. Die können wir auch gleich hinbringen. Ist ja trotzdem noch zum Laufen bringen. Irgendwie. Hier ist ein weiteres Wärmebild. Ja, Gott sei Dank. Vielleicht finden wir hier wieder was Nützliches. Hosenträger. Furchtbar nützlich. Brauchen wir unbedingt. Ich glaube, die sind da hinten. Ein Stethoskop. Medaillen. Medaillen? Mehrzahl? Mehrzahl? Da? Das sind eigentlich eher Wappen und Abzeichen, aber okay. Waldhorn. Ein Waldhorn. Eine Peitsche und ein Seestern. Peitsche und ein Seestern. Na klar. Peitsche und Seestern. Da ist der Seestern. Wo ist die Peitsche? Ist das hier? Ja. Eine Masche. Wie muss man sich denn die Masche vorstellen? Okay, ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler. Es ist eine Schleife. Ein Schwan. Bagel. Was ist das? Was können wir damit machen? Ich weiß es nicht. Ach, auf die Waage wahrscheinlich setzen. So. Einen Bagel. Sieht sehr merkwürdig aus. Was soll das sein? Okay. Eine Spritze, die ist hier und überhaupt nicht übertrieben groß. Und eine Brezel. Eine Brezel? Eine Brezel. Bin ich blöd? Anscheinend schon. Okay, damit haben wir es. Und ich muss mal anmerken, wir haben bis jetzt noch nicht einmal Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Im ganzen Spiel noch nicht. Engelsgeduld, Stethoskop, yay. Endlich ein Stethoskop. Brauchen wir wahrscheinlich dann, um den Safe zu knacken. So ganz klischeehaft. Ist das ein Vogel? Nein, das ist kein Vogel. Für mich sieht alles aus wie ein Vogel, es tut mir leid. Hier haben wir nichts mehr? Fragezeichen. Da konnten wir nichts mehr machen. Nee, nee, nee. Nix.
Gut. Hier auch nicht. Hier ist alles abgetan. Alles erledigt. Keine versteckten Objekte zu sehen. Zumindest nicht aktuell. Stethoskop. Druckerschwärze. Druckerschwärze gehen wir mal jetzt hier rein gleich. Bevor ich es wieder vergesse. Plop. Plop. Können wir, wie können wir denn das? Ich muss die Drähte isolieren. Wie? Sagt mir wie? Ah, mit einem weiteren Wimmelbild vielleicht. Wäscheklammer. Bam. Hier sind wir schon das zweite oder dritte Mal drin. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall wird es hier langsam ordentlich. Taschentuch, Geodreieck. Isolierband. Na Mensch, ich frage mich, was wir aus diesem Wimmelbild wohl bekommen werden. Notizbuch. Filmrolle. Stempel. Ich muss hier wahrscheinlich Pump aufdrücken. Ja. 100%. Ein Negativ. Das ist wahrscheinlich hiermit dann abgetan. Genau. Ah ne, es ist das Bild. Negativ. Die Negativrolle. Wo kriegen wir die denn her? Ah, von hier. Okay. Eine Schere. Eine Bürste. Bürste. Und ein Dollar. Bürste und ein Dollar. Dollar sehe ich, aber wo ist eine Bürste? Das ist wieder ein Pinsel. Okay. Pinsel, da. Isolierband. Na Mensch, was für ein Zufall. Dann können wir ja endlich hier doch noch Tjung, drehen, fertig, bam, zack. Haben wir ein Bild. Ringmuster. Gut. Gehen wir nochmal ins Versteck rein. Hier konnten wir, glaube ich, nichts mehr machen. Es sind auch keine versteckten Objekte mehr hier. Fragezeichen, Ausrufezeichen? Nein. Hier auch nicht. Gehen wir nochmal hier rein. Hier ist, glaube ich, alles abgetan dann soweit. Noch ein Oktopus oder so. Ich bin etwas paranoid, ihr wisst ja. Ich will immer alles finden und alles haben. Das Buch können wir nicht nochmal lesen. Der Apfel frisst immer noch an dieser einen verdammten Banane. Ein bisschen Gold, was wir uns nicht in die Tasche stecken können. Okay. Vielleicht sollten wir dem alten Mann nochmal einen kurzen Besuch abstatten, ob der noch irgendwas zu berichten hat. Ansonsten haben wir dann eigentlich alles nachkontrolliert, glaube ich. So. Hier können wir nicht mehr anklicken, hier auch nicht. Wir können nur noch hier in diese Taverne rein. Well, if you want, okay, er sagt uns nichts Neues mehr. Schnarch. Dann trink schneller, wir wollen dich verraten. So. So schaut's aus. Aber hier ist nichts. Okay. Dann bleibt uns nur noch das Ringmuster, das Stethoskop und ein goldener Fisch. Dann hören wir uns vielleicht nochmal eine Geschichte an. Erstmal den ganzen Weg wieder zurückfinden. Wir können uns ja nicht beamen, oder? Doch, wir können uns beamen. Ah, wie praktisch. Ist natürlich sehr cool. Hallo. Wie viel brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch 6 Stück. Mayor Murray seized the golden octopus and began to abuse its power. At his whim, the colossal kraken was invoked by the sounding of the gong and would attack ships passing near Kingsmouth. Damaged ships were pulled into the bay where they were robbed, and the fate of their sailors was sealed. Greedy fishermen, led by the mayor, became pirates once again. Calliope cried over the horrors in which she took part. Ich sag's immer wieder, die arme Calliope. Jetzt echt nicht leicht, dort irgendwo mit einer Inhalt und Bestand eines Fluches zu sein. Aber naja, wir werden sie ja bald befreien, hoffe ich. Und ich würde sagen, das gucken wir und versuchen wir in der nächsten Folge. Bleibt dran, bis dahin, macht's gut, tschüss.